Schauriges Halloween. Overwatch. Da fehlt sogar noch die 2. Sie haben einfach das Logo falsch recycelt. Event endet am 8.11. Ja, und wir haben den 25.10. Neue Halloween-Skins sind für kurze Zeit im Shop erhältlich. Ja, da wollen wir rein. Let's go. Und wir kriegen eine Belohnung schon mal. Oh, das sieht echt nach altem Overwatch aus. Hier steht auch noch Overwatch 1. Och, Mann. Medikit, was? Ich habe mich auch schon gefragt, was das ist. Belohnung. Ein Skin? Reaper Skin? Was? Reaper, wo bist du? Da hab ich. Nein, das ist ein Torbjörn. Da ist ein Reaper. Haben wir einen Reaper Skin bekommen? Oder. Hä? Oder ist ein Emote oder was? Ah, da! Ach, cool. Verfluchter Kapitän, aber warum. Warum habe ich den bekommen? Hexe Kiriko. Warum hat die einen Besen? Holt die denn einen Besen raus? Okay, Henker. 4400 Punkte. Oh, jetzt kostet nur 2. Okay, sind aber, kostet mal also 7600 Punkte, okay. Ich würde den dazu kriegen. Oh, der ist nice. Und den Sack von Bestien. Bestien ist wieder da, wie es scheint. Schauen wir nochmal in die Heldenrolle. Da ist er, Bestien. Hallo Bestien. Ja. Und das Schöne ist, ich hatte ja, wo ich angefangen habe, das Spiel war noch drin gewesen. Mhm. Sack. Jetzt hat aber auch einen von ihm. Naja, genau, den Grabstein. Den hat man noch im Trailer gesehen. Aber ich hatte ihm. Welchen Skin hatte ich ihm verpasst gehabt? Den hatte ich ihm, glaube ich, verpasst gehabt, ne? Bei der allererste Skin. Ach ja, schön. Nee, ganz schwein, ich hatte ihn mit dem, der Kappe den Skin, und den habe ich ihm verpasst, weil ich die Kappe so süß fand. Das ist der Overwatch 2 Skin. Ich weiß. Mhm. Ach ja, Bestien ist wieder da. Vielleicht wurde er nicht gefixt, weil sein Ulti ja so verbuggt war. Man konnte irgendwie, wenn man gewisse Kastenkombinationen hat, konnte man diesen Counter für die Ulti skippen und dann ging der statt auf 0 auf minus 1 und dadurch konnte man ihn dann nicht oft einsetzen, bis die Zeit abgelaufen war. Ich weiß, was das Medikit ist. Was denn, ein Icon? Nein, so ein Talisman, so ein Affentalisman. Oh, heißt ein Affentalisman? Affentalisman. Ach, ein Waffen. Eine Waffe. Okay, also wir spielen Zack. Am Rand auf. Wir spielen mich. So, wo ist. Okay, vielleicht da. Junkensteins Rache, Zorn der Braut. Und dann haben wir die Junkenstein-Modi. Okay, dann machen wir den neuen Modi. Story, schwer, Experte, legendär. Dann machen wir erstmal Story, würde ich sagen. Gucken wir uns das mal an. Erstmal reinkommen. Jetzt mal abchecken, was geht. Und dann shoppen wir vielleicht noch. Mal schauen. Shoppen. Wir brauchen neue Skins. Wir sind wieder in Deutschland. Führt nach Adlersborn. Okay. Ich nehme Ash. Eine Gesetzlose, deren finstere Magie Adlersborn schon einmal geprägt hatte. Okay, Ash ist ein Dämon? Irgendwie sowas? Eine Piratin, oder nicht? Nee, der Torhörner. Es ist noch nicht lange her. Da töteten vier Helden die verrückten Dr. Junkenstein und retteten den Burggrafen. Heute Nacht. Winston kommt mit seinem Dämonenskin. Im Licht des Vollmonds müssen sich vier weitere Heldinnen einer neuen Gefahr stellen. Sie werden den Zorn auf sie ziehen. Oh nein! Okay, auch wir sind getrennt, okay. Destroy. Heldinnen traten aus ihren Verstecken und hofften, in der Sicherheit der Taverne auf okay. Andere Überlebende zu treffen. Ein Blitz, okay. Ein Schrei, schon ist's vorbei. Wie kommen wir zu den anderen? Einfach dem Weg folgen. Welchen Weg? Wo ist denn hier ein Weg? Hä? Hey? Wie komme ich zu euch? Oh.
Dein Kopf bringt mir nicht viel. Steh auf! Ich kann ihn wiederbeleben. Ja. Okay, was haben wir? Sollen wir uns hier versammeln oder was? Ah, wir sollen uns hier versammeln. Schön, andere Überlebende zu sehen. Hier draußen halten wir nicht okay, lange durch. Cool. Gehen wir rein und finden mehr heraus. What the fuck? What happened? Jetzt sind wir aber hier in Dingsbumster. Da ist immer die Map. Wo ist immer hier. Da wir sollen hier sein, oder? Die Burg ist gefallen. Okay, ich find's gerade irgendwie ziemlich cool. Diese Botschaften. Ist was anderes. Ich hoffe, alle sind in Sicherheit. Weiß jemand, was hier vor sich geht? Aber das ist doch das Spawn von der einen Map. Sie sind jetzt mit am Reden. Was mit dem Burggrafen zu schaffen. Scheißegal. Lass mich hören. Dr. Junkenstein. Worauf warten wir noch? Machen wir uns auf zur Burg und hacken diesen Doktor in Stücke. Okay. Weiche die Burg. Wieder zurück. Ich habe auf jeden Fall einen Gegner. Die Heldinnen begaben sich zur Burg. Während der Wind sie mit einem unheilverbindenden Heulen trösten. Hey, diese Zumbots machen dir keine Angst. Was ist mit dem hinter dir? Wenn du glaubst, ich drehe mich um, damit du mich umlegen und meine Leiche verhökern kannst, hast du dich geschnitten. Mist, rangekriegt. Alter, ich treff den nicht. Fast tot. Okay, interessant, aber das ist doch. Ja, das ist doch Eichenwald. Ja, Eichenwald ist das, die Mann. Verschlossen. Ohne Schlüssel kommen wir nicht zur Burg. Oh, ich sehe, dass er sich irgendwo in der Stadt befindet. Woher siehst du das? Ja, frage ich mich auch. Wie, hat sich jetzt durchgeportet oder was? Müssen wir hin? Wow! Hast du das gesehen? Nein. Hier war Sombra. Hier voll als so Schockmoment. Ein Jumpscare. Ein Jumpscare, ja. Hier ist doch irgendwie nix. Hauptsache alle laufen dir nach wie so ein Idiot. Oder wir müssen Sombra folgen. Ah, ist so eine Idee. Wir sind in die Richtung gelaufen. Ah, hier! Wow! Hast du die Benji auch gesehen? Benji? Ja, Benji. Komm, lass Benji. Ah, das ist eine Moira. Als der Wind die Überreste der Benji forttrug, ertönte eine gespenstische Stimme in den Köpfen der Heldinnen. Okay. Ich hatte mehr von meiner Banshee-Freundin erwartet. Hey, wer plappert an meinem Kopf? Tut euch selbst einen Gefallen. Haltet euch von der Burg fern. Sonst was? Wir haben wohl die Schuldige gefunden. Jetzt müssen wir sie nur noch aufhalten. Ja. Also ich muss gedrückt halten. Jetzt sehe ich mich mal selber. Die Burg sollte da oben sein. Hat noch jemand das Gefühl, beobachtet zu werden? Da ist ein Fenster am Leuchten. Und ich mag's nicht sonderlich, wenn man mich anstarrt. So creepy. Da kommt was. Über uns! Was? Oben auf den Wellen zerspalteten die Gargoyles ihre Gefängnisse und stürzten sich auf. Sagt ihr, fucking Winston kommt. Boah, wer ist instant down gegangen? Ganz kurz, ganz kurz. Wer soll deinen Mord aufklären, wenn du stirbst? Was? Jetzt kommt auch noch. Alter,
Ich glaube, hier ist auch noch ein Jump Red. Einen haben wir aber gleich. Nee, da oben ist so ein Ding. Weg mit dir! Die Karre ist zerbröckelten und die seltsame Stimme sprach erneut. Eieiei! Du bist nicht der Doktor. Wer bist du? Eine trauernde Witwe. Du bist Jinkensteins Braut! Ei, wirklich? Ich habe diesen Weg zur Burg blockiert. Hier endet also eure Geschichte. Ich glaube, da gibt's einen anderen Weg durch. Auf ins Gewölbe. Hier sollte irgendwo ein Hebel sein, der den Geheimgang öffnet. Will ich wissen, woher du davon weißt? Es gibt kein Gefängnis, das mich dauerhaft einsperren kann. Und jetzt zieht! Achso, die ganzen Fackeln oder was? Oh nein, ich auch. Ja. Alle Fackeln. In den Tiefen des Gewölbes verfielen die Heldinnen dem hypnotischen Blick. Okay. Wir werden geportet. Wow! Echo! Ist das etwa ein Traum? Hängt ihr die auch vor der Fresse? Ja. Alter. Oh, da ist Echo! Das ist echt! Masal oder so. Ach, sind alles jetzt echte oder was? Oh. Dann steht die bestimmt auch noch auf hier. Ja. Auch nicht. Doch jetzt. Er hat einfach nur gewartet, dass ich hingucke. Okay. Dann ist dann die andere da auch noch. Ist noch eine. Hinter mir. Da musst du auch noch kommen. Auch hier natürlich. Die letzte nicht. Also. Obwohl der Albtraum der Marionette ausgeträumt war, hier, verfolgte die Braut die Heldinnen noch immer. Ich hatte gehofft, ihr würdet nicht aufwachen. Was hast du mit dem Burggrafen angestellt? Ich habe Pläne für ihn. Und jetzt habe ich auch Pläne für euch. Aus einer Laune des Schicksals heraus erwachte die Beschwörerin und das Burgtor. Bestienbeschwörer. Ah, das ist jetzt ein Symmetra? Okay. Komm, Bab! Okay, wir sollten uns aber wieder auf einen konzentrieren, würde ich sagen. Also der hat doch einen Skin, aber wenigstens einen. Aber dafür ist wild! Aua. Ich brauche sofort einen Arzt. Danke. Haben die anderen gekillt? Down. Die Beschwörerin? Sie war doch. Aber wir haben schon jetzt einen Stern voll, ne? Die Braut hat sie anscheinend wieder zum Leben erweckt. Go away. Tja, jetzt ist sie wieder tot. Warum kommt jetzt noch einiges Braut wahrscheinlich? Auch, sobald wir diese Tür einrennen. Weg da, Mädels. Mein Dynamit macht aus dieser Tür Kleinholz. Ist der Tür? Guck mal, was da steht. Oh, Tatsache. Des Burgtors wurden die Heldinnen lediglich von Schatten begrüßt und aufkommender Furcht. Was bist du? Ach, das ist, Dingenswins, okay.
geht einfach durch die Wände. Wenn ihr nicht gerade auf Schmerzen steht. Okay, also können wir ihn gar nicht besiegen. Okay, die Sonne ist einfach vor dem weggelaufen. Aua. Hier ist eine Laterne. Das ist eine Anspielung auf Bloodborne. Hier ist fast einer tot. Eine gesehen, wo es nicht spukt. Bleibt konzentriert. Dieser Geist kann in jedem Moment zurückkehren. Da ist er wieder. Aber down. Wir dürfen nicht. Was jetzt? Oh, Bestien. Aha. Und wieder ein Reifen. Oh. Hat die Braut die ganzen Zomniks reanimiert? Junkenstein scheint nicht als einziger erfinderisch gewesen zu sein. Frage, okay, ist sie mit dem Doktor verheiratet? Oder dem Monster? Das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Oh, ich hab einen Raum voller Gegner gefunden. Vorsicht, wir haben ein Mitglied verloren. Wieder auf. Mal nachladen. Seht euch das an. Was die ist Braut das? Hat Junkenstein selbst nach seinem Tod noch vergöttert. Und jetzt ist sie wieder dort, wo alles endete. Um seine Arbeit zu beenden. Hauptsache ein Bild von dem Mund. Wofür? Wofür wohl? Rache. Wir müssen den Grafen finden. Schnell. Schnell. Tempo, Tempo! Mach ich. Yo, wie viel kommen denn da? Hast du auch diese Nebelsicht? Okay. Oh, wir haben einen Stern voll. Bitte! Irgendwer! Reinhard? Zahn zu. Was mit Reinhard? Oh nein, es ist Reinhard, es ist gar nicht Rotok. Wow. Oha, gar nicht wie erwartet. Was passiert? Ich bin rausgeflogen. Ich bin einfach in der Warteschleife. Was soll das? Mann. Ja, nochmal Junkenstein. Führt nach Adlersborn. Hier ist Eichenwalde, nur bei Nacht. Ich will. Ich bin schon Ash. Ich wollte eigentlich so ein Spiel. Adlersborn schon einmal geprägt hatte. Leertaste drücken, es ja. Es ist noch nicht lange her, da töteten vier Helden den verrückten Dr. Junkenstein und retteten den Burggrafen. Mehr Zeit schon für überspringen, warum macht er das nicht? Heim. Danke. Die Heldinnen traten aus ihrem versteckten Sturzgebürges in der Sicherheit der Taverne auf andere Überlebende zu treffen. Ja, danke, dass du mich heilst. Ich bin echt gerade schlecht im Zielen. Ein Blitz, ein Schrei, schon ist's vorbei. Bitte, ich treffe das. Ich kann nicht. Lass uns was vom Braten übrig. Schön, andere Überlebende zu Let's sehen. Go. Hier draußen halten wir nicht lange durch. Gehen wir rein und finden mehr heraus. Oh, darf man reingehen. Hello, Radio. Dann gehe ich mal das Achievement hier holen. Mach
Kann jemand mal diesen Kram abstellen? Hallo. Wieder hier dreimal klopfen oder was? Oh, so der Verschluss. Wow. Okay. Creepy. Wer fährt's weiter? Achso, hat noch keiner. Diese Botschaften. Gehört gehabt, okay. Ich hoffe, alle sind in Sicherheit. Bleib nachts zu Hause. Ich wette, diese Zombies haben irgendwas mit dem Burggrafen zu schaffen. Und sicher auch Dr. Junkenstein. Worauf warten wir noch? Machen wir uns auf zur Burg und hacken diesen Doktor in Stücke. Die Heldinnen begaben sich zur Burg, während der Wind sie mit einem Unheil verkündenden Heulen umtoste. So, kannst du nicht mal schauen, ob wir die Nacht überleben? Etwas vernebelt meine Sicht. Momentan kann ich nicht viel vorhersagen. Natürlich nicht. Dass ich alles getroffen habe, nur durch meinen. So, wo war das? Muss ja irgendwie irgendwelche Scared Moments freischalten, ne? The Banshee. Oder sind die noch nicht? Na, verschlossen! Ach, wir brauchen einen Schlüssel für die Burg! Ich sehe, dass er sich irgendwo in der Stadt befindet. Da oben war was. Da ist ein Schlüssel. Hm. Ist da einer? Genau. Ist hier mal einer? Irgendwie geht das Fenster nicht auf hier bei mir. Ach, oh, jetzt. Okay. Böses ist um. Oh, cool. Das haben wir alle gefunden. Oh nein! Der hat mir den Schlüssel geklaut. Los, Bob. Los, weiter! Ich hatte mehr von meiner Banshee-Freundin erwartet. Ja, für eine Banshee-Freundin. Wer plappert da an meinem Kopf? Tut euch selbst einen Gefallen. Haltet euch von der Burg fern. Ja, derjenige, der den Schlüssel soll mal öffnen. Wir haben wohl die Schuldige gefunden. Jetzt müssen wir sie nur noch aufhalten. Wer hat denn den Schlüssel? Wieder. So, da. Meine Güte, oder so, irgendwas. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ach ja, wem sollte man Hallo sagen? Die Burg sollte da oben im sein. Hund, hat noch jemand das Gefühl, beobachtet zu werden? Ja, und ich mag's nicht sonderlich, wenn man mich anstarrt. Da kommt was. Über uns! Ja, über uns. Zeit für Detektivarbeit. Zerschmetterten die Gargoyles ihre Gefängnisse und stürzten sich auf die Heldinnen. Einfach schon mal direkt arbeiten. Ich hätte gern ein bisschen Leben. Ja, das ist möglich. Ach cool, das ist schon der nächste direkt über die. Was? Erneut. Oh, ihr habt meine Liebe gerettet. Du
bist nicht der Doktor. Wer bist du? Eine trauernde Witwe. Du bist Jinkensteins Braut. Ei, wirklich? Ich habe diesen Weg zur Burg blockiert. Jinkensteins Braut. Hier endet also eure Geschichte. Ich glaube, da gibt's einen anderen Weg durch. Auf ins Gewölbe. Hier sollte irgendwo ein Hebel sein, der den Geheimgang öffnet. In den Tiefen des Gewölbes. Schon mal, schon alles weiß. Die Heldinnen dem hypnotischen Blick der Creepy. Ist das etwa ein Traum? Fühlt sich mehr wie ein verdammter Albtraum an. Ja, wisch ich dir auf. In die Tonne. Ach, das spawnt da einfach. Du bleibst dann wieder im Gang stehen oder was? Ja, eine noch. Hä? Da waren noch zwei? Obwohl der Albtraum der Marionette ausgeträumt war, verfolgte die Braut die Heldinnen noch immer. Noch immer. Ich hatte gehofft, ihr würdet nicht aufwachen. Was hast du mit dem Burggrafen angestellt? Ich habe Pläne für ihn. Und jetzt habe ich auch Pläne für euch. So, war der Raum, wo man rein konnte? Aus dem Raum des Schicksals heraus erwachte die Beschwörerin nun das Burgtor, das sie einst zerstören wollte. Warum ist Bob so weit weggelaufen? Vielleicht mal auf einen fokussieren. So, sie kann auch ihren blöden Roboter schießen. Die Beschwörerin? Sie war doch tot, oder nicht? Was ist irgendwo? Die Braut hat sie anscheinend wieder zum Leben erweckt. Oh, war doch toll, ja. Jetzt ist sie wieder tot. Und die Braut auch so weit in diese Tür einrennen. Ja, ich kann mal. Alter Mädels, mein Dynamit macht aus dieser Tür Kleinholz. Was soll man machen? Keine Ahnung. Dann müssen wir hier weitergehen. Hier soll es so ein Achievement geben. Warum dauert das so lange mit dem Dynamit? Herausforderung, Event. Ich arbeite dran. Jenseits des Burgtors wurden die Heldinnen lediglich von Schatten begrüßt. Unaufkommen. Warum ist das jetzt kaputt gegangen? Ja, so wollte ich das machen. Warum ist das jetzt aufgegangen? Oh, da seid ihr ja endlich. Aua. Oh, Manu. Haltet euch fest.
fern von dem Ding, wenn ihr nicht gerade im Schmerzen steht. Steh auf! Ich hab noch Fragen an dich. Halleluja. Laufen, weiterlaufen. Ja, weil ich wieder ein Achievement habe. Ach, Laterne entzündet. Jetzt habe ich es. Schon mal eine gesehen, wo es nicht spukt? Bleib konzentriert. Dieser Geist und könnte Geist jeden Moment zurückkehren. Da ist er wieder. Die ganzen Zombies reanimiert? Junkenstein scheint nicht als einziger erfunden. Oh, hi. Was ist er? Mit dem Doktor verheiratet? Oder dem Monster? Das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Sagst du. Ach, Edgar Welt. Hast du gehört? Verschwende bloß nicht meine Zeit. Seht euch das an. Die Braut hat Junkenstein selbst nach seinem Tod noch vergöttert. Und jetzt ist sie wieder dort, wo alles endete. Ist denn Junkenstein in Overwatch wirklich gestorben? Wofür? Wofür wohl? Rache. Wir müssen den Grafen finden. Schnell. Oh. Komm um. Das war die falsche Taste. Hilfe! Na, so schnell komm ich nicht dahin. Die Braut wollte Rache für ihre gefallenen Schöpfer. Sie wird den Fürsten in ein abscheuliches Feuer verwandeln. Sollten es das Ding auch immer alle so explodieren müssen. Ja. Das könnte ein Schock sein. Sie ist wieder beim Hebel. Okay. Die Braut ist weg. Echt ein harter Brocken. Sie darf nicht noch mehr Hebel umlegen. Ihr Experiment ist schlichtweg unnatürlich. Ich würde lieber nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Wo muss man Bob da hinten? Dann hier oben war es noch nie, ne? Er würde mir ja leid tun, wenn ich Zeit dafür hätte. Okay. Das ist wieder mal so. Oh, der Tool-Teil, dass er in mir spawnt. Ja, ich bin tot, cool. Ja, der Arzt. Wenn du stirbst. Ernsthaft? Hol mich doch hoch! Mein Team wird reanimiert werden. Auf die Beine. Leichen
Herz kommt es halt nicht. Durchkreuzt ihr meine Pläne nicht. Du bist uns nicht. Aua. Ich dachte, deine dunkle Magie könnte das verhindern. Der Geist ist echt nervig, ne? Geht doch, ey. Junge, Junge, Junge. Bald ereilte das gleiche Schicksal wie ihr Schöpfer. Ein Tod durch die Hände vier mutiger Helden. Ja, wir haben es geschafft. Der Burggraf war gerettet. Und in Adlersbrunn kehrte wieder Ruhe. Ich kann keine Mob machen, Manu. Für den Moment. Okay. Krasses Gameplay. Wie viele Sterne haben wir gemacht? 2, yay. Oh, fast 3. Oh, 50 Punkte für den dritten, ey. Oh, Gemeinheit. Aber wir haben viele Herausforderungen geschafft. Jo. Sag mal, hast du den. Spürt die reißende Kraft. Noch ein Mord in Adlersbrunn. Dann wird deine Crew down, no. Jo. Da. Cool. Verschlossen. Ja, können wir rausgehen. Far away another day. Simple things will come my way. It'd be worth it, stay with me. But they will drag us in the dirt, say the things that make us hurt. But I'll never give you up. Standing with love, it will never go away. I will protect you always. Standing with love, that will never go away. I will protect you. Like a love song we remain, like a legend of today. Like a bond that never breaks, we are unbreakable. Like a love song we remain, like a legend of today. Like a picture.
24. Mai auf PC und Konsole.